Frauen und Mädchen haben das Recht, sich zu amüsieren, mit Freundinnen und Freunden auszugehen, zu feiern und einen fröhlichen Abend zu verbringen. Manchmal endet aber ein Abend auf völlig unvorhergesehene Weise. Seit Jahren warnen Opferschutzorganisationen vor sexueller Gewalt in Verbindung mit K.O.-Tropfen. Ob in der Stadt oder in ländlichen Regionen. K.O.-Tropfen sind ein Sammelbegriff für verschiedene Substanzen, ausgehend von bewusstseinsverändernden Medikamenten wie Schlaf- und Beruhigungsmittel bis hin zu Psychopharmaka, aber auch illegale Stoffe wie Gamma-Hydroxybuttersäure, sprich Liquid Ecstasy. K.O.-Tropfen sind meist farb-, geschmacks- und geruchslos und in flüssiger oder Tablettenform. Sie werden gern in stark aromatisierten Getränken wie Coca-Cola und Fruchtsäfte gemischt, um einen etwaigen Beigeschmack, sprich Bitterstoffe, zu überdecken. K.O.-Tropfen wirken bewusstseinsverändernd. Das Wahrnehmungsvermögen wird verringert und es wird bewusst ein Gedächtnisverlust hervorgerufen. Es entsteht ein Gefühl des Dämmerzustandes, ein Gefühl wie in Watte gepackt und benebelt, im Zusammenhang mit Schwindel und Übelkeit und verringerter Bewegungskoordination. Die Wirkung ist dosisabhängig. Getränke, aber auch Speisen bitte niemals alleine lassen. Von Fremden keine Getränke annehmen. Mit Freunden und Bekannten absprechen, wer in Abwesenheit auf die Getränke aufpasst. Im Verdachtsfalle bitte keinen Alleingang. Immer die Hilfe bei Freunden und Bekannten suchen und nie bei Fremden, denn es kann der Täter sein. K.O.-Tropfen werden immer häufiger für kriminelle Absichten verwendet. Sei dir grundsätzlich der Gefahr bewusst, dass auch du ein Opfer von K.O.-Tropfen werden kannst. Aber lass dir dennoch den Spaß am Feiern und Fortgehen nicht verderben. K.O.-Tropfen können von Fremden, von soeben gemachten Bekannten, aber auch von vermeintlichen Freunden verabreicht werden. K.O.-Tropfen können nicht nur in Lokalen in dein Getränk gemischt werden, sondern auch bei einer Party und privaten Einladungen. Verabrede dich mit einer oder mehreren Freundinnen und achtet aufeinander. Das ist der sicherste Schutz vor Übergriffen in Verbindung mit K.O.-Tropfen. Weitere Informationen zum Thema findest du unter www.frauennotruf-salzburg.at.